Hi. So, wir haben heute den 22. Oktober. Wir haben jetzt hier tatsächlich 23 Grad nochmal bekommen. Ein total goldener Oktober und das eignet sich für heute nochmal die Kurzzeit-Schwammtuchbehandlung bei dem Volk zu machen. Ihr habt ja gesehen, von der Milbendiagnose waren die ja immer noch ein Ticken drüber und das können wir jetzt aber hier runterdrücken mit der 60-prozentigen Ameisensäure. Wie immer weise ich darauf hin, dass ich hier normalerweise Schutzhandschuhe, Brille und Atemmaske tragen sollte. Da allerdings meine Imkerei in privater Hand liegt und ich mich sozusagen selbst angestellt habe, ist das Selbstverantwortung. Aber klar, also bitte so nicht nachmachen. Wir nehmen hier 40 Milliliter von der 60-prozentigen. Und das haben mich jetzt schon ein paar Leute gefragt. Also die Ameisensäure, die ist ja schwerer wie Luft, verdampft immer von oben nach unten. Und man hat natürlich für die Verdampfung auch so einen gewissen Temperaturpegel, den man einhalten sollte. Das liegt so circa, also natürlich kann man auch Ameisensäure mal bei 14, 15 Grad machen, aber das Ergebnis ist einfach nicht so toll und den Bienen scheint es auch nicht gut zu tun. Die besten Temperaturen liegen eigentlich so zwischen 18 und 23, 24 Grad Celsius. Jetzt sind wir ja heute mit den 23 Grad und einem total sonnigen Wetter echt gut bedient. Jetzt ist natürlich der Smoker gerade gestorben. Ist nicht wahr, oder? Ja, der ist tot. Dann müssen wir noch mal kurz den Smoker anzünden. Vielleicht kann ich da kurz erklären, warum ich den Schwammtuch benutze anstatt die Dispenser. Also ich bin einfach überhaupt kein Freund von Dispenser-Systemen. Ich bin auch der Meinung, dass also das ist ja so klar, dass Ameisensäure schon eine Qual im Bienenvolk ist. Und ich bin der Meinung, dass wenn man schon unsere Bienen mit Säure quälen muss, um die Milben da wegzukriegen, dass man das eben so macht, dass das Bienenvolk jetzt nicht in einem langen Zeitraum in Schmerzen ist. Und deswegen finde ich diese Schwammtuch-Geschichte nicht übel, weil das ist halt eine schnelle Verdampfung. Ne? Also sprich, der Lappen ist ja ein paar Tage später komplett weggeverdampft. Und dann haben wir halt diesen Vorteil, dass die, man sagt ja schon, das ist ja im Namen schon drin, eine Kurzzeitbehandlung. Das bedeutet, das Bienenvolk wird schnell, effizient und kurz behandelt und nicht über einen langen Zeitraum. Und das finde ich den guten Vorteil von der Ameisensäure. Und trotzdem muss ich sagen, ich wünschte, ich müsste das nicht einsetzen. Die Ameisensäure habe ich auch die letzten Jahre immer weiter reduzieren können, wegen der Brutentnahme, der doppelten Brutentnahme mit dem Home-Hive-System. Wenn die Völker einzeln stehen und die Brutentnahme gut greift, dann braucht ihr gar keine Ameisensäure. Aber die Brutentnahme funktioniert halt nicht immer in Perfektion. Und dieses Jahr war ja das Problem, dass während der Brutentnahme der Pollen ganz weit runtergegangen ist. Also wir somit auch nicht wirklich Brut wirklich rausziehen konnten, weil eben in der Zeit der Pollen knapp war und die Bienen so oder so runtergegangen sind mit ihrem Brutverhalten. Ja, aber ich bin jetzt hier, das ist der zweite Lappen. Also nach der Brutentnahme durchgeguckt, nochmal Milben entdeckt, Ameisensäure drauf, nochmal ein paar Wochen nebendran, die nächste Behandlung. Also das ist jetzt zweimal Ameisensäurebehandlung mit 40 Milliliter. Das ist echt gut. Ohne die Brutentnahme könnte ich das so in der Form nicht machen. Kann mal ablegen. So, wir möchten nicht, dass unsere Bienen einen direkten Kontakt haben mit der Säure. Deswegen rauche ich die jetzt erstmal ein bisschen runter, dass das Volk vorpräpariert ist. So, seht ihr, die Bienen sind da größtenteils schon runter. Dann kommt der Lappen drauf. Dann kommen die 40 Milliliter Ameisensäure drauf. Das wird immer so gekreiselt. So, und in 2 bis 3 Tagen kann ich den Lappen dann wieder runternehmen.
So, da, Bienen, ihr müsst raus aus der Leiste. Kommt, raus mit euch. Wollt euch ja nicht quetschen. So, und von der Stockkarte habe ich übrigens die Ameisensäure schon mal eingetragen. Das habe ich schon vor dem Video hier mal gemacht. Hier, zweites Mal im Oktober, die Ameisensäure. Ne, habe ich beim letzten Termin gemacht. Schon mal vorgeschrieben. Hab da ja nur aufs richtige Wetter gewartet. So, und zur Erklärung, wie gesagt, jetzt bei den Außentemperaturen ziemlich gut, wenn auch die Sonne drauf scheint. Deswegen soll man die Ameisensäure auch lieber morgens und mittags machen und nicht gegen abends, weil es da schon wieder kälter wird. Also die Ameisensäure verdampft jetzt halt von oben nach unten. Und wie ich das auch schon erwähnt habe, bei meinem Homehive-System haben wir den klaren Vorteil, dass wir hier in dem oberen Raum ja den Honigraum haben und da gar keine Brut ist. Das heißt, wir haben hier knapp 20 cm, wo schon mal keine Brut geschädigt werden kann. Das Thema von Brutschäden von Ameisensäure finde ich bei ganz vielen Systemen nicht verwunderlich, weil bei vielen Systemen liegt einfach die Ameisensäure zu dicht. Also der Lappen, der liegt zu dicht auf dem Brutkern auf. Wenn man da eine Zarge zwischenlagert, dann haben die Bienen da einmal mehr als genug Zeit, sag ich mal, dass das Brut auch zu schützen. Ne, dieser Brutschaden passiert im Regelfall nur bei einer Überdosierung oder wenn die Ameisensäure zu dicht an der Brut dran ist. Ne, und bei meinem Homehive-System habe ich da eigentlich noch nie Probleme gehabt, zumal auch im Spätjahr so durch die Brutentnahme bedingt links und rechts ein paar Waben fehlen und einfach das Bienenvolk, ich kann das ja mal kurz zeigen nochmal von der Seite hier, wie das ausschaut, dass man da auch sehen kann, wie die Bienen das dann annehmen hier. Ne, also schaut mal. Wir haben hier so viel Platz oben unten, dass das hier locker ausreicht mit der Ameisensäure. Also die können da einfach gut wedeln, sind gut durchlüftet. Und ich habe da mit meinem Homehive-System auch noch nie irgendwelche Schäden gehabt von der Säure. Trotzdem wünsche ich mir natürlich eine Imkerei, wo man gar keine Säure mehr einsetzen muss. Möglicherweise kann ich auch nochmal das Thema Brutentnahme hier so weit verbessern, dass dann auch bei Völkern, wo die erste Brutentnahme nicht so glatt funktioniert hat, dass man da vielleicht nochmal eine zweite Brutnahme dann macht, so in Richtung Spätjahr, kurz vor den Winterbienen sozusagen. Wird man sehen, ich entwickle das ganze Ding natürlich weiter. Jetzt fürs Erste ist das hier gut und ich mache euch dann wieder die Windel rein, damit ihr seht, was dann da noch rauskam an Milben. So, und wir sehen uns ja, ich glaube, nächste Woche ist ja hier wieder der Termin für das Bienenvolk. Tja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, vielleicht hier nochmal in dem Video die Ameisensäurebehandlung im Schwammtuch. Wenn überhaupt, läuft die erst ab 2027. Ich habe da mit den Bieneninstituten telefoniert. Diese ganzen Paniktexte und Videos von manchen Imkern bei YouTube oder auch in Foren habe ich das gelesen, dass die Säure schon längst abgelaufen ist. Das ist eine Fehlinformation. 2027 laut Bieneninstitut läuft es dann aus. Und bis es ausläuft, sagen zumindest die Institute, ist da mit Sicherheit schon ein weiteres Verfahren nebendran. Ne? Könnte aber auch in die Richtung gehen, dass man dann nur noch Gelstreifen mit Ameisensäure besorgen kann oder sowas in der Richtung. Wird man sehen, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag hier bei der schönen Sonne. Genießt den Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!